Das Cockpit. In Reiter. LibreOffice 6. Flugzeuge, Autos, Motorräder, Schiffe und die Bahn haben es, das Cockpit oder die Steuereinheit. Das Cockpit besteht bei LibreOffice Reiter, wie auch in den anderen Modulen, Kalk, Impress und Dran, aus dem Hauptmenü, den Symbolleisten, der Statusleiste und der Seitenleiste. Dieses Video zeigt eine Übersicht der einzelnen Leisten und wie sie aufgerufen, an- und abgedockt und beendet werden können. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter. Wir öffnen Reiter. Hauptmenü. Wie in fast jedem Programm, so finden wir auch in Reiter ein Menü. Dieses wird auch Hauptmenü oder einfach nur Menü genannt. Wenn wir im Menü auf einen Menüpunkt klicken, öffnet sich ein Dropdown-Menü, in dem mehrere Menüpunkte zur Auswahl stehen. Wir klicken hier im Beispiel auf Datei und das Dropdown-Menü wird geöffnet. Es werden nur die Untermenüpunkte zur Ausführung angeboten, die bei dem jeweils aktuellen Zustand des Dokuments möglich sind. Untermenüpunkte, die aus der momentanen Situation nicht auswählbar sind, sind ausgegraut. Im Menü hat jeder Menüpunkt ein entsprechendes Untermenü. Das Menü ist immer vorhanden außer im Zustand, Ansicht Vollbild, Steuerung plus Umschalt plus J. Symbolleisten. Reiter bietet für unterschiedliche Zwecke Symbolleisten an. Einige davon sind bereits standardmäßig auf dem Bildschirm zugeschaltet. Es beginnt mit der Standard-Symbolleiste, mit der die häufig genutzten Befehle ausgewählt werden können. Die Symbolleisten für Formatierungen und Zeichnung sind meist ebenfalls zugeschaltet. Symbolleisten können auch situativ automatisch zugeschaltet werden. Mit einem rechten Mausklick auf die sogenannte Abreißleiste einer Symbolleiste erscheint das zugehörige Dropdown-Menü. Dort ist der Name der jeweiligen Symbolleiste ersichtlich und es gibt Möglichkeiten, die Symbolleiste anzupassen. Alle Symbolleisten können manuell über das Menü Ansicht Symbolleisten ausgewählt und damit zu- oder abgeschaltet werden. Die Symbolleisten werden beim Aufruf unterschiedlich platziert. An den Rändern angedockte Symbolleisten können an der Abreißleiste angefasst werden und mit Klicken, Halten, Ziehen und beliebig durch Loslassen auf dem mittleren Feld platziert werden. Oder wieder an einem beliebigen Bildschirmrand angedockt werden. Statusleiste. Die Statusleiste befindet sich am unteren Rand. Wir betrachten diese von links nach rechts. Es beginnt mit der Anzeige der Seite und der Seitenzahl. Es folgt die Wort- und Zeichenzählung. Mit einem Linksklick kann hier die Dialogbox Wortzählung aufgerufen werden. Im Weiteren wird die Seitenvorlage angezeigt. Hier kann mit einem Rechtsklick aus einem Dropdown-Menü eine vorgegebene Vorlage ausgewählt werden. Mit einem Linksklick wird die Dialogbox Seitenvorlage Standard aufgerufen. Es folgt die Textsprache. Es kann die Zeichen- und Absatzsprache ausgewählt werden. Im nächsten Feld kann der Einfüge- bzw. Überschreibmodus ausgewählt werden. Es folgt die Standardauswahl. Im Weiteren die Anzeige und Auswahl, ob das Dokument verändert wurde. Daneben die Anzeige der digitalen Signatur. Es folgt die Anzeige und Auswahl der Sektion. Danach die Auswahl der Seitenansicht. Daneben ein Zoom-Balken zur Auswahl der Zoom-Einstellung.
Unterm rechten Ende eine Zoom-Anzeige mit Auswahlmöglichkeit. Linksklick auf die Anzeige zeigt die Dialogbox, Maßstab und Ansichtslayout. Rechtsklick auf die Anzeige zeigt das Dropdown-Menü, Maßstab. Einige der Statusleisten-Funktionen können mit der rechten und oder linken Maustaste angewählt werden. Seitenleiste. Sollte die Seitenleiste, standardmäßig rechts zu sehen, nicht vorhanden sein, so kann sie mit Ansichtsseitenleiste eingeschaltet werden. Die Seitenleiste wird dem aktuellen Kontext angepasst. Rechts an der Seitenleiste sind Symbole für unterschiedliche Funktionen. Es beginnt oben rechts mit den Einstellungen der Seitenleiste. Diese Einstellungen entsprechen im Wesentlichen den darunter folgenden Symbolen. Das nächste Symbol zeigt die Eigenschaften, die sich der entsprechenden Situation anpassen. Im einfachsten Fall werden die Eigenschaften und Auswahlmöglichkeiten für den Text angezeigt. Je nachdem, was aktuell bearbeitet wird, werden Eigenschaften von zum Beispiel Objekten und Bildern dargestellt. Mit dem nächsten Symbol auf der Seitenleiste wird die Formatierung für die Seite ausgewählt. Mit dem nächsten Symbol können die vorhandenen Formatvorlagen, zum Beispiel für Textkörper und Überschriften, ausgewählt werden. Das Symbol darunter wählt die sogenannte Galerie aus. Damit können vorgefertigte Bilder, zum Beispiel zur Verwendung für den Hintergrund, in das Dokument eingefügt werden. Das letzte Symbol ruft den Navigator auf. Die Seitenleiste kann abgedockt werden mittels Halten und Ziehen der linken Maustaste. Oder wieder angedockt werden mit Ziehen zum linken oder rechten Rand. Die Seitenleiste kann im abgedockten Zustand beendet werden, indem man auf das Kreuz oben rechts klickt. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter